Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Skyrim. Von Skyrim, wir spielen Skyrim. Falskar. Wieso habe ich jetzt Fallout gesagt? Ich weiß es gar nicht. Wir waren das letzte Mal hier. Ach du Scheiße, was waren das für FPS-Drops? Wahrscheinlich war das diese komische karierte Stein. Wir waren gerade dabei, hier in der Piratenhöhle nach etwas zu suchen. Und darum laufen wir durch die Gegend. Ich weiß nicht mehr, was wir gesucht haben, aber wir haben etwas gesucht. Vielleicht dieses alte Nordschwert, ich weiß nicht. Wieso haben wir diese Truhe nicht durchsucht? Weil da wahrscheinlich nur Scheiße drin war. Naja. Gut, gehen wir mal weiter. Wir müssten hier eigentlich alles soweit umgebracht haben. Oh, sehen tue ich auf jeden Fall nichts. Ich glaube, wir wollten hier runter, ne? Um den richtigen Weg zu finden. Wo auch immer der ist. Genau, hier war doch eine Höhle oder so, ne? Stimmt, ich erinnere mich. Da sind wir irgendwo lang gegangen und da waren irgendwo Spinnen und hast du nicht gesehen, ganze Krimskrams. Da gehen wir mal hin. Habe ich mich richtig erinnert. Bäm, bäm, bäm. So, wieso sehen die Steine alle so komisch aus? Egal. Kann das sein, dass es bei euch krass dunkel ist? Also ich sehe hier alles ganz hell. Mal gucken. Hier kam ja die Spinne runter. Ich glaube, die ist sowieso immer noch tot. Und wir müssen. Ich habe gerade die ganze Zeit Destiny gespielt. Ich habe immer noch so ein Gefühl, dass ich verdammt hoch springen kann. Ich wollte gerade hier einfach mal so mit Doppelsprung hochspringen und habe dann gerade realisiert, ach, das geht ja gar nicht. Da war ja was. Bin ja nicht mehr in Destiny. So. Ja, ich weiß nicht, bei mir ist das so mit Destiny, ich komme da in so eine kleine Suchtspirale. Aber sobald ich dann irgendwie aufnehme oder so und keine Zeit habe, dann vergesse ich Destiny einfach und dann denke ich mir, nö, kein Bock mehr drauf. Keine Ahnung. Es macht halt Spaß schon irgendwo, aber. Sagen wir es so, man kann drauf verzichten. Man kann drauf verzichten, auf dieses Spiel. Man muss es nicht spielen, aber es macht Spaß. So. Schon ein bisschen langweilig, wenn hier alles schon tot ist, ne? Das meine ich damit, dass wir, wenn wir zu frühzeitig alles entdecken, dann laufen wir quasi hier nur halb tot durch die Gegend und langweilen uns. Gerade bei solchen langen Gängen wie hier. Aber man muss dazu sagen, es sieht schon recht geil aus. Da hinten müssen wir hin. Aber hier waren wir doch mit einer Quest, oder nicht? Waren wir hier nicht mit einem Dude? Hatte sowas im Kopf. Beschädigtes Tagebuch. Ich hatte tolle riesige Höhle geöffnet. Und ich war mitgemacht. Sei vorsichtig, lauert Gefahr. Den Ort, alle der Toten. Ein voller Draugar. Unglaublich gefährlich. Und wenn wir Gerüchte über einen Schatz wahr. Und viele Männer die gemacht. Ich hoffe nur am frühen Morgen verschiffen. Vor Ungär. Ich denke mal, dieses Buch sollte darauf hinweisen, dass hier irgendwo eine Gefahr ist. Kamen wir hier das letzte Mal nicht rein? Kann das sein? Ist schon möglich. Wir haben ja nur diesen Typen hier umgebracht, stimmt. Alle der Toten. Kamen wir da vorher nicht rein? Waren wir da drinne? Mysteriös. Weißt du, es kommt mir irgendwie nicht bekannt vor, aber hier ist halt niemand. Ah, da liegen zwei, okay. An sich also nicht das Problem. Müssten hier um die Ecke liegen. Ja, bleibt einfach liegen. Ich liebe es, wenn sie wegbacken. Das ist aber cool. Ups. Ah, ist das schön. So, das zu den beiden. Ah.
Hass. Ich verspüre einfach nur noch Hass bei diesen Fallen. Unglaublich. Weil ich es kann. Das macht sowieso an niemanden mehr Schaden. Nicht an mir, nicht an den Gegnern. Komplett nutzlos, der Kram. Scheiß auf die Ode. Hä? Ist nix? Oh, ein toter Drauge mit 12 Gold. Wow. Ich würde sagen, wir sind reich und gehen jetzt mal den richtigen Weg. Habe ich eine Falle gehört? Lass ja sie! Wieso keine Sau? Ich hab's gesehen, Freunde, ich hab's gesehen. Ah! Ich glaube, die Falle hat irgendein Stümper aktiviert, angebaut. Okay, Glück gehabt. Oh. Okay, da unten sind welche. Heißt, sobald wir runtergehen, können wir wieder schleichen. Sonst haben wir derzeit nichts zu befürchten. Das Ding ist kaputt. Wenn wir gegenspringen, passiert hier nichts. Da ist, glaube ich, die Treppe, ne? Ja, da geht's runter. Das heißt, wir gehen erstmal kurz hier entlang und gucken, was hier so gibt. Was bist du? Hä? Hä? Ich weiß zwar nicht, was wir da die ganze Zeit gemacht haben, aber irgendwas haben wir geöffnet. Laufe ich jetzt im Kreis? Hier kamen wir doch her, oder nicht? Hier kamen wir eindeutig her, ganz ehrlich. Hier kamen wir her. Gehen jetzt hier einmal im Kreis, ne? Ja, hier kamen wir her. Dann gehen wir... Hä? Was? Es gibt hier einen Hebel, der einfach die Tür zumacht. Die Tür war ja schon offen. Es war hier offen. Aber ich habe einfach zu. Macht. Aha. Falle entschärft. Auf diese billigen Tricks falle ich doch nicht rein, ey. Lass ja sie! Ach du Scheiße, da unten sind ganz schön viele. Aber hier ist noch nichts. Wieso bist du? Okay. Das erklärt so einiges. Wieso bist du nicht gestorben? Sind die alle halb tot? Nee. Ups. Da legt er sich nochmal rein. Hier war noch einer, ne? Ja, ich sehe dich doch. Als wäre er beim Kacken gestorben. So. Was ist hier, wo der Typ gestorben ist? Aha. Was ist dann hier hinten? Gibt es zwei Wege in die Höhle? Vermute ich mal. Hier geht's ja runter. Dann geht's wahrscheinlich hier lang. Hier geht's auch runter. Gehen wir hier entlang. Ich habe da hinten eine Falle gesehen, da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Okay, das war knapp. Du hast dein Schwert verloren. Lass ja sie!
Ja, mal kurz sicherheitshalber nach hinten gucken. Nicht, dass da irgendjemand rumhängt. Ich liebe meinen Bogen, Freunde. Habe ich euch das schon mal erzählt? Ich liebe ihn. Du bist bereits tot. Hier muss irgendwo das Feuer in der Nähe sein, ich höre es. Anscheinend führen die beiden Sachen doch nicht zur gleichen Stelle, oder? Wenn wir nachher den Zugang da nicht wiederfinden, wo wir gerade waren, wieso bist du tot? Wieso bist du einfach tot? Dann werden wir zurücklaufen. Oder sind wir wieder zurück? Und jetzt kann ich mir nicht erklären, warum der Typ tot ist. Ich höre eine Falle. Ist da jemand lang gelaufen? Nee. Der war schon da. Bin ich gerade da durchgelaufen, ohne Schaden zu bekommen? Meine Fresse, bin ich OP. Jeden kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann euch nicht sagen, woher. Lars, ja sie! Sind doch keine Gegner. Kommt mir bekannt vor und hier sind einfach keine Gegner. Oh. Das letzte Mal. Hä? Wie sind wir das letzte Mal denn gelaufen? Wir sind schon wieder hier? Wie sind wir das letzte Mal gelaufen, dass wir die ganzen Trauben übersehen haben? Oder sind wir einfach nur vorbeigeschlichen? Wie zur Hölle? Das ist seltsam. Wieso laufen wir jetzt schon wieder hier entlang? Das war zu tief, aber wir gucken kurz in die Truhe rein. Ja, wir haben alle Truhen schon geplündert, glaube ich, ne? Alter, wo laufe ich hier überhaupt lang? Ich muss doch irgendwie dahin. Ja klar, die Ruinen von Witzmons. Stand doch gerade sogar abgeschlossen, oder? Ne, beschafft das Buch der Herzkammer. Ich kann mich erinnern, dass wir hier wegen einer Quest waren. Oder nicht? Und am Ende war doch dieser Zentaurer. Stimmt, da war doch so ein riesiger Zentaurer. Und dann sind wir rausgekommen. Ich frage mich nur, wie wir das letzte Mal gelaufen sind, dass wir die ganzen Fallen nicht aktiviert haben. Sonst hätte ich mich an die Fallen hundertprozentig erinnert. Hundertprozentig! Ich erinnere mich an alle dreckige Fallen, die es hier gibt. Ja. Ich vermute einfach mal, wir waren hier schon mal. Übrigens kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr einen Xbox One Controller habt, dann schließt den nicht an den PC an, denn das macht diesen kaputt. Also nicht ein PC, sondern ein Controller. Ich hatte ja meinen wunderschönen Titanfall Controller, den ich über alles geliebt habe. Und der ist jetzt kaputt, der verliert ständig die Connection zu der Xbox One. Was echt scheiße ist. Deswegen spiele ich jetzt wieder mit meinem leuchtenden Controller. Der ist eigentlich ganz cool, ja schon, ich mag hier leuchtende Dinge. Ich bin wie so eine kleine Motte. Aber man muss dazu sagen, der ist irgendwie so klein plötzlich. Der Xbox One Controller ist ein bisschen größer, ein bisschen handlicher. Der ist halt so klein. Ich mag keine kleinen Controller. Was Großes in meinen Händen.
Alter, wie lange müssen wir denn laufen? Ach, du warnst es nicht. Oh, ist das bitter. Müssen wir hier lang? Ich weiß es gar nicht mehr. Lass Gardier! Aber zwischendurch mal gucken, ob hier Gegner in der Nähe sind. Kann ja sein. Irgendwas verpasst haben, irgendwas übersehen haben. Oh, hier geht's hoch. Tja. Beschädigte Bücher, sonst nix. Wisst ihr noch, wie ich das letzte Mal gesagt habe? Ach, ich liebe solche großen Areale. Aber ja, wenn sie voller Gegner sind und spannend und neu zu entdecken, dann auf jeden Fall, aber nicht so. So muss man 1000 Jahre laufen. Wir sind ja auch irgendwo rausgekommen, ne? Wir haben irgendwie auch mal ein Hintertürchen geöffnet. Vielleicht hätten wir da auch reingehen können. Aber dazu hätte ich mich erinnern müssen, dass wir hier schon mal waren. Ich glaube, gleich haben wir es. Ja, hier sind wir doch. Hier war der letzte Tower. Und hier sind wir nicht weitergekommen. Boah. Die Herzkammer. Von Skorval. Das Herz der Götter ist der heiligste Ort von Falska. Er hat uns alle gerettet und das Land verändert. Von den Göttern gesegnet, erblühten wir alle durch seine Magie. Doch heute hat er seinen Nutzen verloren. Es ist an der Zeit, dass wir ihn wieder ehren, in einen Ort der Sicherheit wandeln. Weil zweifellos einige verderbte Seelen seine Macht zu missbrauchen versuchten. Solch Vorhaben ist nicht einfach. Wir müssen einen Ort größter Verborgenheit und Wehrhaftigkeit ausmachen. Mir wurde das Glück zuteil, bei der Ortung und Errichtung der Herzkammer zugegen zu sein und bei der Lagerung des Herzens auch. Ich empfand es als äußerst wichtig, niederzuschreiben, wie das Herz versteckt wurde. Das ist eigentlich die beste Idee. Komm, wir verstecken ein Herz. Niemand darf es finden. Ja, kein Problem, ich schreibe ein Buch dazu. Was soll denn das? Sodass die Kunde gegenwärtig ist, sollte sie gebraucht werden. Während dieses Buch sicher bewahrt werden soll, hoffe ich, dass sich das Herz nie zu einer bloßen Legende entwickeln und sein Standort immer bekannt sein wird. Auch sei der Schlüssel zu ihm immer griffbereit, damit die Menschen ihn nutzen können, wenn sie ihn brauchen. Die Suche dauert nicht lange. Olaf und die anderen hatten schnell einen idealen Platz gefunden. Eine alte Ruine, die das Land überschaute. Sie war massiv, gut zu verteidigen und ein schmales Tal verband sie mit den Fürstentümern. Wir kundschafteten den Bergnebeltempel aus, wo wir nur Grabmäler längst vergessener Nord vorfanden. Es war eine Stätte der Achtung, der Ehrerweisung, genau richtig für unsere Bedürfnisse. Vollkommen wurde die kleine Ruine durch eine riesige Höhle, die sich hinter ihr erstreckte. Wir erachteten den Namen die Herzkammer für sie als angemessen. Wäre ja auch zu einfach, sonst herauszufinden, wo das Herz ist, oder? Allein schon, hey, komm, wir verstecken ein Herz. Und der Typ da hinten, der schreibt gerade ein Buch über das Herz. Und dann schreiben wir mal rein, wo sich die Herzkammer befindet. Wir schreiben rein, wie das Herz zu finden ist und... Ja, Was für ein Scheiß. Olaf entschied, die Tür mit einer Schießanlage zu versiegeln, was keine Besonderheit war. An die 5 wichtigsten Personen wurden die Schlüssel zur Anlage verteilt, die miteinander verbunden werden müssen, um den Weg in die Kammer zu entsiegeln. Die Schlüssel sind nach den bedeutenden Tugenden des Landes benannt. Führung, Wohlstand, Schutz, Stärke und Weisheit. Olaf gab den Schlüssel des Schutzes an die Stadt Borwald, da sie uns Sicherheit und
Huldigung in den jüngst unsicheren Zeiten bot. Den Schlüssel des Wohlstandes überreichte er der Familie Unvaldo oder Unvaldr. Ist das ein D? Ist das ein O? Das ist ein D. Unvaldr. Zusammen mit dem Wunsch eines Lebens voller Reichtum und Fröhlichkeit als Verdienst für ihre Taten als Anführer des Suchtrupps in all den Jahren. Es gab den Schlüssel der Weisheit. Er gab den Schlüssel der Weisheit an seinen Hofzauberer und den der Stärke an seinen Huskarl, auf dass sie immer weise und stark in seinem Dienste stünden und in dem der Menschen. Übrig blieb der Schlüssel der Führung, für den Olaf nur seine Hände als würdig genug ansah. Mit diesen 5 Schlüsseln wird das Herz der Götter gegen all das Böse geschützt, das es zu erlangen sucht. Die Schlüssel werden verteilt und bewahrt von ihren Besitzern. Es ist meine Hoffnung, dass sie niemals gebraucht werden, aber dieses Dokument soll festhalten, wo sie zu finden sind. Ja, gut. Immer schön zu wissen, wenn man der Böse ist, wo man die Schlüssel findet, oder? Ja, komm, nehmen wir den Scheiß mit hier. Wie kehrt zurück? Sag nicht, dass ich nicht nochmal herlaufen muss. Wie sollen wir das Buch nicht einfach sofort mitgenommen, ey? Bäh. Was soll's? Zack. Ich mag diese Skyrim-Schrift nicht, ne? Die ist so schwer zu lesen. Allein schon O und D sehen fast gleich aus. Da ist ein kleiner Strich oben drauf. Klasse. Okay. Schade ist nur, dass die Tür jedes Mal zugeht. Hier gar nicht, die ist offen. Wir hätten einfach von dieser Seite aus reingehen können, ey. Scheiß Questmarkierung. Hätte mir gleich den richtigen Weg zeigen sollen. Gut. Oder auch nicht. Vielleicht hätte ich mich auch erinnern sollen, dass ich da schon mal war. Logisch war ich da. Wusste ich doch gestern auch. Ja klar, wusste ich das gestern. Ich wusste es heute auch noch in der Folge. Allerdings dachte ich nicht, dass ich durch diese eine Tür gegangen bin. Egal, komm. Passiert. What souls? Gut, Freunde, ich habe gerade auf die Zeit gesehen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Skyrim. Morgen sehen wir uns wieder zu einer neuen Folge. Und dann wird's hoffentlich nicht mehr regnen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.